zu Straßenstart. Heute mit Jörg Thadeus, Hartmut Tesfay und Henny Nachtsheim. Und Ihren Gastgeber Roberto Cavalludi. Richtig, Dankeschön. Vielen Dank. So, wie immer habe ich unseren Straßenstars viele Fragen gestellt. Zwei davon verrate ich Ihnen jetzt schon. Ich wollte von den dreien wissen, wer Farin Urlaub ist. Und ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie es hinbekommen, alle Liebhaber aufzuzählen. Hier sind die drei und Sie können schon mal überlegen. Hier sind Manfred, Monika und Wolfgang. Ich baue Kernkraftwerke. Physiker, verheiratet, vier Kinder. Warum so viele? Die kamen so. Ist ja Schluss, oder? Ja. Meine Hobbys, kochen, am liebsten grillig, große Stücke Fleisch, niedrige Temperatur ganz lange, bis es butterweich zerfällt. Lesen, mit meiner Familie unterwegs sein, der große, gemütliche Typ. Hab's gerne geplant, analysiere alles ganz genau, relativ akribisch, total verträglich. Der Fels in meiner Brandung. Ich bin Assistentin des Abteilungsleiters im Personalbereich. Bin in Bergamo geboren, das ist in Norditalien. Hierher mit 2 Jahren, in Frankfurt am Main. Ich habe eine Familie, 2 Kinder, Mann, der ist Sizilianer. Ich lache sehr gerne, versuche ein bisschen ruhiger zu werden, nehme manchmal zu viel gern selbst in die Hand. Deine Hobbys? Freundinnen, viel quatschen, Ausflüge, lese sehr viel, alles über 400, 500. Wir fahren 2 davon. Ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Boxsportverband. Amateurboxen. Es sind keine Vollidioten, die sich auf die Nase hauen, sondern da geht es um Disziplin, um Konzentration. Gebürtiger Nordhesse, Kassel-Lehne, verheiratet. Meine Hobbys, Sport, Schwimmsport, Lesen, Politik. Habe das 12 Jahre hauptamtlich gemacht. Als Eichel war mein erster Chef. Sammle Blechspielzeug, Sportpins. Eigentlich sehr genau, Beamtensohn, sehr ungeduldig. Raste auch mal aus, zuverlässig, ja, manchmal auch ein bisschen stur. Unsere Straßenstars, Manfred, Monika und Wolfgang. So, in der ersten Runde geht es um Wissensfragen. Wer weiß es? Wer weiß, wie man Feuilleton buchstabiert? Henny, erinnere uns noch mal dran, wie es genau geht. Das ist ja deine Lieblingsseite, oder? Ja, das muss ich echt überlegen. F-A-U-I-T. Nee, L-L. Doppel-L. E-T-O-N. Genau, das ist Feuilleton. Ja, doch, doch. Das kleine Blättchen, das Blättchen auf Französisch. Ja. Feuilleton. Buchstabiert man genauso, wie Henny gesagt hat. Wer hat das hinbekommen, das auch so zu buchstabieren? Der Wolfgang liest gerne, aber er ist doch eher auf der technischen Seite unterwegs, oder? Also ich bin jetzt schon Wolfgang-Fan, weil Wolfgang ist so gegen die gängige politische Korrektheit, baut Kernkraftwerke und isst große Stücke Fleisch. Ich mein, das finde ich so super, großartig. Kannst du mal auch mal so schmunzeln mit geschlossenem Mund kurz? Und wieso? Den Kopf ein bisschen nach links kippen, also nach rechts aus deiner... Du meinst, weil es, wir könnten Geschwister sein, ist das, was du meinst? Ja, ja, absolut, aber wir müssen es nur so angucken, oder? Aber okay. Ich habe nicht, also zu Wolfgang, Ende studiert. Bitte? Also, ich habe nicht zu Ende studiert, anders als Wolfgang, Physik auch noch. Ja. Und wenn man Physik zu Ende studiert, dann beweist das nach meiner Meinung, dass man Hochauflösungsprozessor da im Kopf hat. Und auch Feuilleton buchstabieren kann. Eben. Das kann man auch. Also ich bestreite nicht, dass Monika und Manfred das auch können. Ja, okay, aber Monika tippt auch Hartnett. Ja, ich tippe auf Monika, weil Monika liest viel, hat sie gesagt, und entsprechend gehe ich auch davon aus, dass sie das Feuilleton liest, um vorher sozusagen die ein oder andere Buchrezension sich nochmal zu Gemüte zu führen und dann zu wissen, was möchte ich denn als nächstes lesen. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Manfred hat in seiner Zeit, als er für Herrn Eichel gearbeitet hat, musste er ja immer ganz viel lesen, natürlich ganz viel auch die ganzen politischen Artikel und sowas, das hat ihn total genervt. Er war immer total froh, wenn endlich das Feuilleton dann kam. Und dann gucken wir uns auch Manfred sofort an. Hier ist seine Antwort. Ja, bitte. Buchstabier doch mal bitte folgendes Wort. Feuilleton. F-E-U-L-L-E-T-O-N. Nochmal bitte. F-E-U-I-L-L-E-T-O-N. Aber jetzt hast du zweimal verschieden Buchstaben. Jetzt kam ja aber noch ein Buchstabe dazu. Nee, die zweite Version. Wie war die nochmal? F-E-U-L-L-I-T-O-N. Jetzt ist das I hinter dem Doppel-L. Bleibt hinter dem Doppel-L. Das war dann die dritte Version und die war leider verkehrt, Henny. Ja, aber auch wieder, ne? Oh, ja. Was auch wieder? Was auch? Was denn? Also, macht's gut. Ist ja auch egal. Monika. Ja. Monika, Frankfurter Mädchen, sagt die nicht vielleicht eher Kulturseid als Feuilleton? Nein, warum sollte sie das sagen? Sie weiß, wie das geschrieben wird. Mhm. Buchstabier mal bitte Feuilleton. Ich buchstabiere so gerne und so viel im Kopf. Aber nie Feuilleton. Nee, nie Feuilleton. Was buchstabierst du denn so? Alles, was ich so lese manchmal im Gehirn. Ja. Also Feuilleton. F-E-U-I-L-L-E-T-O-N. Feuilleton. Nochmal bitte. F-E-U-I-L-L-E-T-O-N. 2 mal hintereinander richtig, das sind 10 Punkte für Hartnett. Ja. Wolfgang hat zu Ende studiert, er hat sogar Physik studiert. Bei ihm ist alles hochauflösend, wie du gesagt hast. Sehr schön, so wie unser Programm hier auch. Und deswegen weiß er das auch. Buchstabier doch mal bitte Feuilleton. F-E-U-L-L-I-E-U-T-T-O-N.
F-E-U-L-L-I-U-T-T-O-N. Feuilleton. Ja, man merkt auch, dass ich nicht so viel Zeitung lese. Gut, es war ein bisschen wie mein Nachname kurzzeitig, hatte ich den Eindruck, wie er buchstabiert hat. Kleiner Ausrutscher, aber mein Gott. Ja, du bleibst auf jeden Fall, ich weiß schon, du bleibst natürlich jetzt bei Wolfgang. Ja, auch vielleicht auch bei der zweiten Frage. Ich wollte nämlich wissen, wer die Bremer Stadtmusikanten waren, Hartnett. Weißt du es? Das war ein Esel, ja. Dann kam ein Hund, ja. Dann eine Katze und oben ein Hahn. Genau, die vier Tiere waren das. Wer hat das hinbekommen, diese vier Tiere aufzuzählen? Monika? Monika ist extra mal mit der ganzen Familie mit den zwei Fiat 500 nach Bremen gefahren, sich das anzugucken. Okay. Nein, Wolfgang hat an einer Motto-Party teilgenommen. Das machen die häufiger einmal im Monat im Atomkraftwerk. Also rock das AKW. Mhm. Und da war einmal das Motto Märchen. Und da ist er mit... er ist alleine als die vier... Als nein, die nein, mit drei Freunden zusammen. Mit seiner Frau und zwei Freunden noch. Welches Tier war er? Er war der Hahn. Natürlich. Hartnett, was ich bleibe jetzt bei Manfred. Bleibst dabei? Ja, aber ich mir irgendwie vorstelle, dass der Manfred vielleicht noch aus so einer Generation kommt, wo man wirklich Märchen auch noch irgendwie richtig oft vorgelesen bekommen hat und all sowas. Und auch selber vielleicht vorgelesen hat. Mhm. So vielleicht. Ist das wirklich so? Kriegt er die vier Bremer Stadtmusikanten also hin? Die Bremer Stadtmusikanten. Ja. Wer waren das? Das waren schon vier verschiedene Tiere gewesen. Ich glaube, das war Esel gewesen, es war ein Hahn gewesen, Huhn. Nee, warte mal. Ich war so oft in Bremen und habe das Denkmal auch so oft gesehen. Ja. Versuch es doch noch mal vor dir zu sehen. Ganz oben der Hahn, unten der Esel, dann Hund. Also mehr wüsste ich jetzt nicht. Nein! Katze ist ihm nicht mehr eingefallen. Kleine Katze hat gefehlt. Die war leider weg, die Katze. Aber bei Monika wird das anders sein. Sie erinnert sich noch, denn sie sind mit den beiden Fiat 500, mit der ganzen Familie, sind sie nach Bremen gefahren, um sich die Bremer Stadtmusikanten anzugucken. Wer waren die Bremer Stadtmusikanten, Monika? Das waren vier Tiere, der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn. Die kleine Maus, die da oben auf dem Hahn noch. Die gar nicht. So groß. Nee. Naja, die hat die Katze vorher gefressen. Mhm. Ja, richtig, das sind die vier Bremer Stadtmusikanten und die ersten 10 Punkte Training. Rock das AKW heißen diese Motto-Partys, der Oberbegriff, und es ging um Märchen. Und jedenfalls weiß er auch die Stadtmusikanten, glaubt Jörg. Wer waren denn die Bremer Stadtmusikanten? Das ist ein Märchen der Gebrüder Grimm, ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn, die keiner mehr wollte. Und dann haben sie sich zusammengetan und wollten Musikanten werden. Die waren nur zu viert? Ja. Wer war es aber? Esel, Hund, Katze, Hahn. Vierfacher Märchenvorleser. Ja. Natürlich. Ja, klar, hat er hinbekommen, natürlich. 10 Punkte auf Jörg jetzt. Wollen von den dreien wissen, wer Farin Urlaub ist, Jörg? Weißt du es? Ja, der von den Ärzten. Wie, der von den Ärzten? Von der Ärztekammer? von der Band Die Ärzte, der Kumpel von Bela B. Das ist der Sänger von der Popgruppe Die Ärzte. Aus Berlin. Wer von den dreien weiß das? Der Wolfgang, das ist ja so ein bisschen seine Zeit wahrscheinlich, ne? Ja. Mit den Ärzten, hat er gehört schon. Der Wolfgang ist ungefähr eine Altersgruppe. Der müsste das, also ich weiß das, der müsste das eigentlich auch wissen. Genau, der Wolfgang, ja. Die hatten in den 90ern ja nochmal so ein Comeback, ne? Also so Anfang der 90er ging das dann nochmal richtig durch die Decke mit den Ärzten. Das müsste der auch mitbekommen. Ja, Monika hat sicherlich die Ärzte auch erlebt. Ja. Also die gibt es ja schon seit 82. 80, genau. Ne? Deswegen sagst du auch, Henny, die... Ja, zu der Zeit, vor vielen Jahren, hat Farin Urlaub noch bei Fiat als Autoverkäufer gearbeitet. Hat ihren ersten Fiat 500 verkauft. Und da entwickelte sich eine langjährige Freundschaft. Und er lädt sie auch jetzt immer noch zu Konzerten von sich ein. Ist das so? Tatsächlich, ja. Das ist ganz sicher so. Okay, das heißt, bei Manfred, da seid ihr euch nicht so sicher, ob er das weiß? Könnte verkappter Punk sein, meinst du? Ja, das glaube ich nicht. Manfred hatte nämlich mal genau, es gab doch diese Liedzeile bei den Ärzten, Claudia hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Ja, und nicht weiter singen bitte. Nein, genau. Ja. Manfred hatte, als er noch in der WG gewohnt hat mit ein paar Boxern zusammen, da hatten die dann aus Spaß die Schäferhündin Claudia genannt. Hier ist er, der Manfred. Wer ist Farin Urlaub? Das ist nicht wer, die Frage ist Fahr in Urlaub. Ich denke mal, das ist eine ganz lustige Frage. Fahr in Urlaub heißt Aufforderung, in Urlaub zu fahren. Ja, ja, aber es gibt einen Menschen, der nennt sich Fahr in Urlaub. Vorname Farin und Nachname Urlaub. Habe ich noch nie gehört. Nein. Okay, die Monika, die hat im Autohaus, ihren ersten Fiat 500 gekauft, ja, bei Fahr in Urlaub, also noch im Autohaus gearbeitet. Ja, genau. So ein Blödsinn. Wer ist Fahr in Urlaub?
Das ist ein Sänger von den Ärzten. Nicht von Toten Hosen, der? Nein, das ist der andere. Wir hatten immer so zwei. Wir hatten Dallas, Denver und Ärzte und Tote Hosen. Ach, und dann waren wir immer, ich war immer Denver und Ärzte. Farin Urlaub ist also der Sänger? Von den Ärzten. Richtig, jawohl. Jetzt fehlt uns noch der Wolfgang, ungefähr dein Alter, sagst du, und da weiß man sowas, ne? Ja. Ja. Wer ist Farin Urlaub? Das ist der Leadsänger von den Ärzten. Ja, magst du die? Ja. Ärzte kann man schon hören, ja. Ja, Marker und Kenter, 10 Punkte. Und wir kommen zur nächsten Runde. Das ist die Runde, in der es um Eigenschaften der Straßenstars geht. Wer ist es? Wer von den dreien hat einen Heimtrainer, so ein Sportgerät, benutzt es aber nicht, so wie die Mehrzahl der Menschen, die so einen Heimtrainer haben. Hast du auch sowas? Ja, aber ich benutze es. Aber, ach, du benutzt es sogar? Ja, ich habe so ein Ruderding. Und ich bilde mir dann eigentlich, wer wie Kevin Spacey. Wie bei House of Cards. Genau, das ist mein Mann. Ich wusste es. Bei wem ist es auch so? Aber bei wem ist es andersrum, meine ich natürlich. Also wer benutzt das Ding eben nicht? Ich wollte von den dreien wissen, welche Sportgeräte sie besitzen. Wer hat mir gesagt, ja, ich habe so ein... Der Wolfgang? Wolfgang, weil der immer, wenn er sagt, irgendwie, wenn seine Frau sagt, du musst doch jetzt mal auf den Crosstrainer gehen, sagt er, ja, aber ich muss ja auch draußen gucken, weil das Fleisch ja noch... Also, ja. Monika? Glaube ich, hätte auch auf Wolfgang getippt und dachte ich, nö, jetzt wähle ich aber vielleicht mal Monika, weil die schon so eine ist, die ein Bewusstsein dafür hat, dass man ja vielleicht auch was machen sollte und so. Mhm. Aber dann ruft eine Freundin an und sagt, komm, lass mal Kaffee trinken gehen und klatschen. Und dann lässt sie es doch lieber einfach nur da stehen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, du hast auf Manfred getippt, aber Manfred ist ja eigentlich so ein sportlicher Typ. Ja, also Boxverband und ja, eben drum, weil wenn man gerne Sport macht, macht man am liebsten Sport draußen, nicht drinnen und schon gar nicht in der eigenen Wohnung. Aber das hat Hans Eichel nicht gewusst, als er Manfred einen Ergometer geschenkt hat mit so großen SPD-Aufdruck. Und auch drunter, wir bewegen uns, kommen aber nicht weiter. Hans Eichel ist doch das. Okay, war böse. Gucken wir uns den Manfred an. Hier ist er. Welche Sportgeräte hast du zu Hause? Also im Prinzip habe ich zu Hause so einen Hometrainer habe ich dort, aber der ist leider etwas verwaist, der steht bei mir oben in meinem Büro. Das kommt aber selten vor bei so Hometrainern, dass die irgendwo rumstehen, keiner sie benutzt. Das ist so, aber das ist halt, wenn man es ganz in der Nähe hat. Ja, er benutzt ihn nicht, er hat einen und benutzt ihn, wie er sagt, nicht. Das sind die 10 Punkte. Und bei Wolfgang ist das ganz genauso, denn er muss sich ja um das Fleisch kümmern. Welche Sportgeräte hast du zu Hause? Fahrrad, eine Rudermaschine, Badmintonschläger, Tischtennisschläger, Fußbälle, Handbälle. Eine Rudermaschine benutzt du regelmäßig? Ja. Yep. Ist eine, wo man so hin und her dann so Rutschstunden und da rudert und so? Ja, bis der Hintern wehtut halt. Ne? Er benutzt sie leider. Aber eine weitere Parallele zu Jörg Thaddäus haben wir hier festgestellt. Also ihr seid also wirklich seelenverwandt, habe ich den Eindruck. Die Monika, die hat auch ein Heimgerät, aber geht dann doch lieber mit den Freundinnen, also ein Heimtrainer, geht dann doch lieber mit den Freundinnen Kaffee trinken, glaubt hat nicht. Welche Sportgeräte hast du? Wir haben so einen Crosstrainer daheim und... Ja, und den benutzt keiner? Nee, der steht im Wohnzimmer, aber den nutzt trotzdem keiner. Dann haben wir einen Heimtrainer auf dem Speicher. Und auch keiner? Nee, natürlich nicht. Ja, genau, 2 Stück gleich. Im Internet, da kann man ja bei Google Earth sich sein eigenes Haus mal von oben angucken. Das eigene Haus Earth googeln. Wer hat das schon mal gemacht? Was glaubt ihr? Wer hat sich angeguckt? So wohne ich. Ach, guck mal, die Nachbarn daneben, was haben die denn da so? Der Wolfgang? Ja, ne? Das sind die Sachen, die macht man spätabends so leicht einem Tee und denkt sich, ja... Jetzt wieso, das ist aber kein Verbrechen, oder? Das ist kein Verbrechen, aber da macht man den ganzen Quatsch, den man eigentlich nicht macht. Also ich verfolge nachts bei Flightradar 24 Flugbewegungen über Europa. Und dann klicke ich die Flugzeuge an und denke mir, ach, guck mal da, eine 747. Aber ich war nüchtern, als ich das gemacht habe. Okay, und du glaubst aber auch, dass Wolfgang das gemacht hat? Ach so, ja. Mhm. Ja, Wolfgang hat das gemacht. Eine E-Mail zu schreiben, das verflossen. Weil Wolfgang wollte auch mal wissen, wie so die Nachbarn drauf sind. Weil wenn man so 4 Kinder hat und so, will man auch wissen, wie leben die, was haben die so und so. Kann ich mir gut vorstellen. Du hast auch Manfred mal alles gemacht? Ja, Manfred guckt immer abends am Wochenende vor den großen Turnieren, guckt er, ob alle Boxer zu Hause sind. Du weißt schon, dass das kein Live-Bild ist, ne? Du weißt schon, dass das nur ein Foto ist. Ich glaube, auch wenn er es vielleicht weiß, im Gegensatz zu mir, dass er das trotzdem macht. Okay, da gucken wir uns auch Manfred zuerst an. Hier ist seine Antwort. Er hat sein Haus schon mit Google Earth angeguckt. Hast du dir schon mal dein Haus mit Google Earth angeguckt? Ich habe das versucht, aber ganz ehrlich, ich habe das nach ein paar Minuten aufgegeben, das war mir zu kompliziert. Wieso? Ich meine, fängst halt hier in Kassel-Innenstadt an und ruderst dich langsam rüber. Und wir haben eine schöne Luftaufnahme von unserem Haus. Er hat es nicht gemacht, er hat es nicht geschafft. Schade.
Ja. Tja, was ist mit Monika? Bevor wir uns Wolfgang angucken, gucken wir uns Monika an. Hat sie sich ihr Haus schon von oben angeguckt? Hast du dir dein Haus schon mal mit Google Earth angeguckt? Ja. Ja, warum? Das fand ich irgendwie spannend, wollte mal gucken. Also, wie sieht es aus von oben? Dachziegel. Ja, zum Beispiel. Da weiß man doch, wie es aussieht, oder? Ja, trotzdem sieht es bei Google Earth irgendwie anders aus. Du wolltest ja gucken, was bei den Nachbarn, wie es da so aussieht. Ja, genau, aber das war irgendwie schon so uralt, die Aufnahme, da habe ich nichts Aktuelles mehr gefunden. Ah, sie hat schon danach geguckt, das hat keiner von euch sich so eingeschätzt, sondern ihr beiden seid überzeugt, der Wolfgang hat sich sein Haus schon von oben angeschaut. Hast du dir schon mal dein Haus mit Google Earth angeguckt? Ja. Warum? Ich glaube, es ist das Erste, was man auf Google Earth sucht. Sein eigenes Haus? Ja, mal gucken, wie es von oben aussieht. Wie sah es aus? Gut, ja. Sachen im Garten gesehen von den Kindern? Fahrrad? Ja, Rasen war nicht gemäht. Dann bin ich mal rausgegangen, hab Rasen gemäht, ja. Ja, er hat das schon gemacht, jeweils 10 Punkte. So gut. Wollt von den dreien wissen, wie viele beste Freunde sie haben? Wer von den dreien hat weniger als 3 beste Freunde? Aber es ist ja auch ein bisschen eine Auslegungssache. Aber wer von den dreien hat gesagt, nee, beste Freunde, das sind irgendwie, ist nur einer oder sind 2 oder ich habe gar keinen? Kann ja auch sein, ist ja auch weniger als 3. Wolfgang hat weniger als 3 beste Freunde? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass große Familienmenschen, also wenn die wirklich so in ihrem Clan leben, dass dir der Freundeskreis von denen immer sehr viel vorsichtiger aussortiert oder ausgesucht ist und kleiner ist. Also deswegen tippe ich jetzt auf Wolfgang. Mhm. Hanne, warum Manfred? Weil er so einer ist, der seinen Circle immer so schön klein hält. Der hat das schön überschaubar, der weiß, wer was weiß. Mhm. Und dann ist gut. Ja, du bist jetzt so Manfred doch wieder auf Monika? Ja, um in Führung zu gehen, aber das geht gar nicht. Aber um gleichzuziehen mit Hartnett, weil ich glaube schon, dass Monika, das, also Monika hat viele Freunde, großen Bekanntenkreis, aber da ragen nur 2 Leute heraus. Okay, dann gucken wir uns Monika zuerst an. Wie viele beste Freunde hast du? Meine Mädels, die zähle ich schon dazu. Da sind das dann so, also 5 maximal. Und das sind richtig gute, super Freundinnen. Denen man wirklich alles erzählen kann, also das Persönlichste, Privateste und so weiter. Und die auch jederzeit einem helfen würden. Und so. Ja. Mhm. 5. Würde ich sagen, ja. 5 ist mehr als 3. Ja, tut mir leid. Ja, tatsächlich. Der Manfred, der sucht sich das auch ganz, der sucht sich das ganz genau aus, wem er da was sagt und so weiter. Und deswegen hat er nicht mehr als 3 beste Freunde, sagt Hartnett. Wie viele beste Freunde hast du? Einen. Also der beste Freund, der alles von dir weiß und also dem du immer gehen kannst und der immer da ist? Da ist der Kontakt, weil ich jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel unterwegs war, ein bisschen, ich will nicht sagen eingeschlafen. Aber ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob man sich jede Woche oder jeden Tag trifft. Aber wenn es gilt, war ich da und er war da. Ja, das ist nur einer und das sind wieder 2 und das sind 10 Punkte. Wolfgang hat eine große Familie, deswegen ist der Freundeskreis dann sehr ausgesucht und das sind nicht zu viele, in dem Fall auch weniger als 3 beste Freunde. Ja, Wolfgang, glaubt. Wie viele beste Freunde hast du? Wenige. Ja, klar, hat man noch nicht viele. 1, 2. 1 oder 2? Einen besten und dann einen zweitbesten. Das sind auch wirklich die, wo man weiß, die gehen mit einem durch dick und dünn. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder wenn man nachts plötzlich in Frankfurt in irgendeiner Straße aufwacht, hat keine Hose an und so weiter, die kann man anrufen. Ja, da könnte ich da jemanden anrufen, das stimmt schon, ja. Ja, er hat 2 beste Freunde und das sind 10 Punkte für Henny. Das war eine konkrete Beschreibung, natürlich, oder? Natürlich, und das ist Alltag. Ne? Ja, genau. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wachen Sie auch manchmal in einer fremden Stadt auf und haben keine Hose an? Wollen mir das erzählen? Oder vielleicht ganz normale, einfache Fragen, wie wir sie bei Straßenstars eher stellen. Seien Sie doch auch einmal ein Straßenstar oder schlagen Sie uns doch einen Straßenstar vor. Jemanden, den Sie gut finden, von dem Sie glauben, das wäre ein guter Straßenstar. Unter straßenstars.de können Sie das machen im Internet. Da können Sie auch Karten bekommen, um hier in der Sendung mal dabei zu sein. Ich habe den Punktestand völlig vergessen, den gebe ich jetzt aber gerne noch mal durch. Unser aktueller Punktestand. Wir haben Henny und Jörg mit jeweils 30 Punkten und führend Hartnett 50 Punkte. Und da Hartnett die meisten Punkte hat, darf sie sich als Letzte jetzt einen Straßenstar aussuchen. In unserer Runde dein Straßenstar. Henny darf zuerst sich jemanden aussuchen. Ich nehme Monika, genau, ich schon früher machen sollen. Ja. Okay. Da musst du sie noch eintippen. Ja, Monika, sag ich doch. Ja. Ich würde sehr gerne Wolfgang nehmen. Das habe ich mir gedacht. Ein Spiel. Manfred. Du bist Manfred, genau. Die Monika habe ich gefragt, wer Juri Alexejewitsch Gagarin ist. Der erste. Kosmonaut. Der Astronaut. Was? Der erste. Was? Mach. Der erste russische Astronaut. Und wie heißt ein russischer Astronaut?
Kosmonaut. Das war, genau. Er war aber nicht der erste russische Kosmonaut. Wie heißt der? Ich hatte mal einen Lehrer früher, der hat immer, wenn ich irgendwas bei Mathe falsch gesagt habe, heißt das wirklich noch? Das hat sich gerade aufgemacht. Ja, den habe ich gestern Abend getroffen. Hat er gesagt, du machst den Handy verrückt damit. Nein, also er ist ein russischer Kosmonaut. Er ist nicht der erste russische Kosmonaut. Okay, ein russischer Kosmonaut. Er ist ein russischer Kosmonaut. Aber er war der erste Mensch im Weltall. Ja. Also ich wollte aber tatsächlich auch nur hören. Ist das ganz schön Erbsenzählerei, oder? Ein kleines bisschen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, also hört mal. Na, ist schon so. Wir haben hier jemanden in der Sendung, der baut Atomkraftwerke. Da können wir jetzt nicht so, ach, na ja, komm, Russland, USA ist doch auch wurscht, Weltall oder hier. Er ist der Letzte. Ja, also, hat Monika das gewusst, dass er ein russischer Kosmonaut ist? Ich traue dir zu, dass sie das auch weiß. Ja. Und wenn das irgendwie zufällig durch ihr Wissensraster gefallen ist, habe ich halt Pech gehabt. Aber ich sag mal, prinzipiell weiß sie das. Wer ist denn Juri Alexejewitsch Gagarin? War das der, der zum Mond geflogen ist? Ich weiß, ich kriege jetzt keine Antwort. Ich glaube, Russe, der irgendwie im Weltall war. Also was jetzt? Einer war, der erste auf dem Mond? So, das Gleiche. Also ja, gut, im Weltraum also muss man automatisch auf dem Mond. Da ist eine Raststätte, da muss man vorbei. Genau. Dann warten wir mal halt. Nee, der erste Russe auf dem Mond. Und das war leider falsch. Du hast aber dahin gequatscht. Das ist überhaupt nicht, weil ich hab sie doch sogar gefragt. Ich habe auch gar keine Dieses Chance. Schuldbewusste Gesicht. Ich wollte von Wolfgang wissen, wie viele Kammern hat das Kerngehäuse eines Apfels? Nicht Kerngehäuse, sagt ihr was, wo die Kerne drin sind. Ja. Und das sind einzelne Kammern. Ich denke schon, ich bin schon viel weiter darüber. Ich denke schon darüber nach, wie viele könnten es sein. Ich höre hier 6, ich höre 8. Was sagt das Publikum? 5. Und 5 ist die richtige Lösung. Es sind 5. Ungerade Zahlen in der Natur ist eher etwas seltener. Mhm. Ob der Wolfgang das wusste? Ah, schwer. Ich möchte jetzt nicht in deine Haut stecken. Vielleicht hat er, zumal du ihn begleitet, sehr komisch aus. Wolfgang. Ja? Was denn? Ja, du bist auch gleich dran. Wolfgang, wusstest du das? Wolfgang wusste das, warum? Ja, weil er hat das ja mit seinen Kindern mal so einen Apfel auseinander geprokelt, weil er möchte ihnen frühen Zugang zur Naturwissenschaft ermöglichen, sie um den Kindern die Natur zu zeigen. Natürlich. Okay. Wie viele Kammern hat das Kerngehäuse, hört sich schon in der Physik an, oder? Total. Eines Apfels? 5. Weil die Apfelblüte hat 5 Blätter und dann ist das Kerngehäuse, das wird ja, aus der Blüte wird der Apfel. Was machst du denn in deiner Freizeit? Zählst du da Blütenblätter? Nee, sind 4. 4? Ja, ich finde immer nur 4 Kerne im Apfel, glaube ich. Ja. Da hätte man die Antwort stehen lassen können. Warum soll es dir besser gehen als mir? Aber jetzt muss ich Roberto in Schutz nehmen. Ich habe nur das Mikro hingehalten. Er ist wie so ein Schiedsrichter aus Bayern, der das Tor so im letzten Moment noch zurücknimmt. Nee, doch kein Tor. Genau so. Okay, der Manfred. Von dem wollte ich wissen, wann die Reformation begann. Weißt du's? Oh, mit Martin Luther, wann war das? Ist jetzt, 1500 irgendwas? Es ist jetzt bald ein großes Jubiläum, da gibt es sogar einen zusätzlichen Feiertag hier in Hessen. Der wird nur für das Jahr einmal eingefügt und dann ist er wieder weg. 2017 ist Lutherjahr. Dann ist es 1517? 1517 begann die Reformation. So, und Manfred weiß das. Manfred weiß das, also plus minus 20 Jahre habe ich ihm auch so Marge gegeben. Okay, wenn er jetzt sagt 1500, ist gildet. Okay. Ja. Dann weiß er das. Wann begann die Reformation? Also mal belegen, 1580, jedenfalls im 16. Jahrhundert, glaube ich. Ein bisschen genau, du hast ja eben schon... Ich würde mal sagen, so 1518, glaube ich, hat das gefahren. Ich glaube, mit Luther, Anschlag da an die Kirche dort, ja, die Thesen dort. Ja. Das war, glaube ich, die Reformation. Oh, genau, 1517 wäre richtig gewesen, bei Hans Greil, 20 Punkte. Manfred, ich wollte von Monika wissen, wann sie das letzte Mal Fahrrad gefahren ist. War das dieses Jahr? Also sagt sie, das letzte Mal bin ich dieses Jahr gefahren. Mhm. Wann hast du mit ihr gesprochen? Naja, vor 2 Jahren. Am 2. Januar. Nein. Ich habe jetzt im Sommer war ich jetzt bei ihr. Ne? Ja. Also. Klar, ist die Fahrrad gefahren. Okay. Wann bist du zuletzt Fahrrad gefahren? Das ist noch nicht so lange her, vor ein paar Wochen. Okay, manche sagen, es ist nicht so lange her, 4 Jahre. Nee. Du das zur Arbeit oder eher nur so als Freizeit? Freizeit. Also jetzt haben wir auch so einen ganz tollen großen Hundekorb und da kommt er rein. Und vorne? Dann hinten, auf dem Gepäckträger. Ja, der Hund kann noch nebenher laufen, nee, habt ihr so eine dicke Wurst. Der hat so kurze Beine, also da soll man das ja auch nicht machen. Nee. Also sie hat eine Fahrradtour erst unlängst unternommen und das sind 20 Punkte für Henny. Hat der Wolfgang eine Hausbar?
Eine Hausbar im Sinne von irgendwo stehen seine Flaschen oder so richtig? Ja, das steht so, bitte? Nein, kein Tresen. Da stehen irgendwo die Flaschen mit den ganzen Alkoholika und da kann man mal hingehen und sich mal so ein Whisky machen oder so. Nee, ich glaube schon, dass, also das finde ich schon sehr üblich, dass Leute das haben, oder? Ist es so? Ja, na klar, die kommen vom Grill raus, die haben dieses tolle Stück Fleisch, dann steht der Wolfgang da. Und die kriegen sie jetzt noch ein Schnäpschen. Kriegen sie Schnäpschen, schöne Marille, Brandy. Mhm. Das ist, ja, aber er hat schöne Sachen, also er hat nicht so Baileys und so Zeug. Hast du zu Hause eine Hausbar? Nein. Nee? Kommt man erstmal nach Hause, nimmt sich ein paar Eiswürfel und dann checkt man sich einen ein, läuft durch die Wohnung, ja, wie im Film. Schön die Hausjacke und die, meine Kinder bringen mir die Filzpantoffeln. Nee. Die Schnapsflaschen stehen irgendwo oben, ganz oben auf dem Schrank, wo außer mir dann eh keiner drankommt. Das würdest du nicht Hausbar nennen, oben auf dem Schrank? Nicht, nee. Wenn man eine Flasche runterholt, die ist dann immer erstmal staubig. Nee, Jörg, das ist keine Hausbar. Der hat gerade gesagt, ich bin zu alt, um mir das vorzustellen. In der Generation würde man das nicht mehr machen. Nee. Hausbars hat man nicht mehr, ne? Ja. Meine Eltern hatten Haus. Der ist ja gut, hat nicht. Manfred, könnte der mir alle Namen seiner bisherigen Liebhaberinnen aufzählen? Das soll doch kein. Wie alt ist Manfred nochmal? Manfred ist 57. Manfred war in der Politik, da geht's auch manchmal ganz wild her, da will man gar nicht wissen, wie der andere heißt. Ah, nee, das ist halt egal, komm, mach jetzt. Und so, oder? Ist doch Quatsch, die haben doch gar keine Zeit für Zerr. Ach komm. Guck doch, House of Cards, da wird immer. Hä? Aber kann man sich ja die Liebhaber. So, zurück zu meinem wunderbaren Kandidaten Manfred. Zurück zu meinem wunderbaren Kandidaten Manfred, der das mit Sicherheit weiß. Könntest? Ja. Ja. Danke. Du? Ja, natürlich. So. Manfred, könntest du die Namen aller deiner bisherigen Liebhaberinnen aufzählen? Ich will sie nicht hören, aber könntest du das theoretisch hinkriegen? Ja. Weil das jedes Mal so intensive Erlebnisse waren und du jetzt, also es gibt ja auch Leute, die sagen, weiß ich nicht mehr, war doch auch egal. Sollen wir es mal so sagen, es hält sich alles in Grenzen. Ja, aber du würdest das hinbekommen? Ich würde das hinbekommen. Er würde es hinbekommen. 20 Punkte für Hannes. So. Und jetzt kommt er zu unserer Entscheidungsrunde. Vorher aber nochmal der Punktestand. Wir haben Jörg, das lief ja gut, ne? 30 Punkte. Wir haben Henny mit 50 Punkte und ganz weit vorne Hartnett, 90 Punkte. Wow! Ich habe unseren drei Straßenstars ein widerliches Angebot gemacht. Und zwar habe ich ihnen gesagt, sie bekommen von mir 10 Euro, wenn sie drei Maden essen. Das sind so drei glitschige Maden, die sind relativ groß, sind ungefähr so groß. Glitschig, richtig. Ja, die sind ziemlich glitschig, die sind ziemlich eklig. Die sind zwar tot, aber eklig. Hat das euer Straßenstar gemacht? Hat er diese drei Maden gegessen für 10 Euro? Oder hat euer Straßenstar gesagt, nein, danke. Monika, gar keine Frage, Henny? Macht es nicht. Nee? Hat es nicht gemacht, nein. Bitte, Moni. Wolfgang hat es gemacht? Ich glaube, ja. Also Wolfgang wollte ein Mann sein. Ja. Aber er ist doch schon ein Mann, also muss er jetzt mit, ist doch schon, ja, Fleisch. Ja, das muss man ja hin und wieder auch unter Beweis stellen, da muss Mutproben eingehen. Und ja, okay. Und Manfred auch? Also ja, ich glaube, der kann dann nicht mehr in seinen Boxverband zurückgehen, wenn er da im Fernsehen sagt, nee, Maden, nee. Okay, dann gucken wir uns zuerst den Wolfgang an. Das ist der Tipp von Jörg. Jörg sagt, der Wolfgang, klar, der hat die gegessen. Man up. Mein Angebot, Wolfgang. 3 Stück, 10 Euro. Also essen. Was ist das? Madenwürmer. Okay. Meine Frau hat gesagt, soll nicht rumluschen. Ich nehme jetzt einfach 3 von den Dingern. Ich nehme jetzt die 10 Euro und hole mir ein Eis. Ja, da hat es tatsächlich getan. 30 Punkte gesetzt. 60 Punkte. Am Ende macht das Manfred. War genauso, wie du gesagt hast, nicht rumluschen. Ne? Bei der Monika hingegen, da glaubt der Handy nicht, dass ich da mit den Maden sehr weit gekommen bin. Die hat das dankend abgelehnt. Monika! Mmh, lecker! Was ist denn das? Maden. 3 Stück, 10 Euro. Gezuckert, oder was? Nee, einfach so gekocht. Die sind ja noch glibberig. Ja, natürlich sind die glibberig. Nee, die nicht. Noch Maden? Nee. Oh, komm, 3 Stück. Nein. Nee. Wenn die jetzt irgendwie mit Schokolade überzogen gewesen wären, ja, aber nicht so. Sehen auch so grau aus. Nee, die esse ich nicht. Ja, hat sie nicht gemacht, so wie Handy sagt, mir 50 Punkte gesetzt, 100 Punkte. Jetzt, wo du die Maden gesehen hast, zweifelst du doch dran, oder was? Hat ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay, hier ist Manfred. Manfred, ja? Ich biete dir einen kleinen Snack an. Du kriegst auch noch 10 Euro dazu. 3 Stück essen. Was soll das sein? Würmer. No chance. Wieso? Eklig, nein. Oh, Wurm, 3,33 Euro. Da haben wir keine Chance. Nein, er hat es nicht gemacht. Du hast alle Punkte gesetzt. Keine Punkte mehr. Unser Gewinner heißt Henny Nachtsheim. Yeah! Boah, Jörg Thaddäus und Hartnett Kessai.
Das war Straßenstars. Danke an Manfred, an Monika und an Wolfgang. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss. Ich freue mich dazu.